Hey Leute, Euruke mit einem neuen GTA 5 Glitch Video für euch. In diesem Video zeige ich euch einen Godmode Glitch, den ich selbst herausgefunden habe, beziehungsweise einen Workaround. Falls du diesen Glitch auch hochladen möchtest, bitte ich dich darum, mich in deinem Video zu erwähnen und einen Link zu meinem Kanal in die Beschreibung packst. Für diesen Glitch benötigt ihr allerdings einige Sachen. Ein Büro, ein Freund, eine Swift, was ein Flugzeug ist, oder ein x-beliebiges anderes Flugzeug. Mit diesem Godmode Glitch könnt ihr nicht in Jobs gehen, beziehungsweise ihr habt keinen Godmode in Jobs. Es gibt auch eine Sache, wie ihr Leute so töten könnt. Ich weiß nicht, ob es noch funktioniert, aber damals auf der Day 60, wenn du Godmode hattest, hat es funktioniert. Ihr müsst einen stinknormalen Panzer nehmen und dann die Person, die Godmode besitzt, für ein paar Sekunden umfahren und unter dem Panzer halten und dann stirbt die Person nach einer Zeit. Mit einem anderen Panzer, mit diesem Zukunftspanzer, funktioniert es nicht. Habe ich gestern ausprobiert. Nun müsst ihr einfach an den Tresen der Frau dort stehen, eurer Sekretärin, und müsst Rechtsklick drücken. Und euer Freund startet einen Job für einen Titan. Sobald euer Freund in dem Job drin ist, verlässt er ihn wieder. Sobald ihr natürlich die Meldung stehen habt, wie bei mir, wenn nicht, dann lädt euer Freund nicht euch ein und dann bleibt ihr bei der Fehlermeldung erstmal stehen, beziehungsweise seid ihr sicher, die Lobby zu betreten. So, nun muss euer Freund einfach den Job wieder verlassen und ihr müsst zwei Meldungen akzeptieren. Sprich, ihr drückt jetzt zweimal A. Nun seid ihr in diesem Modus, wo ich bin, in diesem da, wo steht Swift, ihr drückt einmal B und wenn ihr immer noch nicht dort seid, wo ich jetzt bin, bei Pegasus, persönliches Fahrzeug, drückt ihr noch einmal B, bis ihr hier seid. Nun muss euer Freund bei euch klingeln und ihr müsst ihn einfach ins Haus bitten bzw. auf die Klingel gehen und alle reinlassen. Das kann ein bisschen verbuggt sein, manchmal funktioniert es nicht, dass die Person beim ersten Mal reinkommt, da muss er nochmal klingeln, das ist alles ein bisschen komisch und verbuggt. Naja, sobald euer Freund dann in euer Apartment ist, muss euer Freund euch zu den linken vorderen Aufzug schieben. Das nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Nun seid ihr beim schwierigen Part. Euer Freund muss euch bis zum Aufzug direkt hinschieben und ihr müsst auf persönliches Fahrzeug klicken, persönlich irgendeine Garage auswählen und dann auch noch irgendein x-beliebiges Fahrzeug anfordern. Und das muss jetzt schnell gehen, sehr sehr schnell. Ihr habt eine gewisse Zeit, aber es muss wirklich fix gehen. Ihr müsst ein persönliches Fahrzeug anfordern und sobald ihr das getan habt, kriegt ihr diese Meldung vom Aufzug, dass ihr den Aufzug verlassen könnt. Da müsst ihr das Steuerkreuz dreimal nach oben drücken. Und dann sofort A-Spam, wenn ihr die Swift habt. Sofort A-Spam, nachdem ihr das Steuerkreuz dreimal nach oben gedrückt habt. Und wenn ihr es richtig gemacht habt, dann seht ihr es im Hintergrund. Ich habe eine Waffe in meinem Büro. Und wenn ihr es falsch gemacht habt, werdet ihr mit eurem Flugzeug auf dem Dach spawnen. Aber ihr könnt den Glitch wiederholen. Das geht super schnell. Und so schwer ist er nun mal nicht. Um aus eurem Büro erstmal raus zu gelangen und den Godmode draußen zu besitzen, ist auch wieder eine Sache. Manchmal müsst ihr einfach nur Start drücken und dann seht ihr alle Jobs auf der Karte, dann müsst ihr X drücken, um den Job zu starten. Bei mir ist es jetzt in dem Fall nicht so. Ich habe auch, wie dort jetzt gesehen, einen Workaround gefunden, wie ihr trotzdem aus dem Job bzw. aus eurem Büro rauskommen könnt, ohne dass ihr X drücken müsst auf der Karte. Euer Freund muss einfach nur einen Job für einen Titan oder einen x-beliebigen Job von Rockstar erstellt starten und diesmal muss er nicht verlassen, ihr müsst den Job komplett beitreten. Sobald ihr jetzt in dem Job drin seid, müsst ihr einfach wieder verlassen und ihr spawnt draußen. Nun habt ihr kompletten Godmode und ihr seid unsichtbar für jeden Spieler. Die Gegner sehen euch so, als würdet ihr einfach noch in eurem Büro sein. Denkt dran, ihr könnt nicht vom Mechaniker Autos bestellen. Es funktioniert nicht, ihr müsst vorher schon eins haben und sonst könnt ihr keins mehr bestellen, weil ihr noch im Büro seid, rein theoretisch. Das war's auch schon von dem Glitch. Ich würde mich über einen Kommentar freuen und oder wenn du dieses Video teilen würdest. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Rürk. Tschüss.